Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Dawn of Man mit dem Voucher in der Kupferzeit. Ich freue mich, dass ihr wieder hier seid. Unser Sedilia braucht heute wieder unsere Zuwendung, meine Lieben. Und zwar haben wir noch einen kleinen Umbau offen, den ich unbedingt machen möchte. Im Moment geht nämlich auch gerade unsere Belastung einigermaßen zurück. Wir haben doch hier 61 Leute bei einer Kapazität von 75. Im Moment sind alle aufgehoben und ich wollte diese Hütte noch abreißen, um zu versuchen, zwei hier reinzubekommen. Deswegen würde ich sagen, machen wir das jetzt kurz. Ich reiße die Hütte ab. Wenn die abgebaut ist, versuchen wir hier zwei Hütten zu setzen, dass wir einfach eine stabile Kapazität innerhalb der Dorfgrenzen noch hinbekommen. So, das würde ich sagen, das ist das eine, was natürlich für mich immer ganz wichtig ist, produzieren die mir jetzt Äxte oder nicht? Und ich würde gerne die Angel noch in Auftrag geben. Einfach weil wir jetzt auch in der modernen Zeit sind, würde ich hier erlauben, dass sie noch Angeln herstellen. Oder? Das macht doch bestimmt Sinn. Dann können wir nämlich wahrscheinlich. Entschuldigung, ich bin gerade hier ein bisschen am Aufstoßen. Was ist da los? Da können wir wahrscheinlich hier diese Werkzeuge, die sind ja eigentlich auch noch für den Kampf. Ich muss gerade mal ganz kurz gucken, was wir hier alles so gerade herstellen. Feuersteinmesser, Feuersteinsichel, Haken, Feuersteinäxte und Speere. Und die Speere sind für die Jagd und die haben sie ja auch zum Fischen benutzt, glaube ich, ne? Holzharpune, Fischereiwerkzeug. Ey, vielleicht fischen die mir deswegen nicht so, weil ich kein Holzharpune hergestellt habe mehr. Au, das kann vielleicht sein, aber jetzt bin ich bei Angeln. Wir warten jetzt, bis Angeln produziert werden. Vielleicht haben die gar nicht mit dem normalen Speer hier gefischt. Weil da steht ja auch Jagdwerkzeug und hier steht Fischereiwerkzeug, ne? Ah, aber die Knochenharpune ist dasselbe. Sobald wir genug Angeln haben. Wir haben Knochenharpunen. Lass mich mal ganz kurz durchgucken. Wie sind wir denn eigentlich aufgestellt? Speere, Messer, Äxte, Fischereiwerkzeuge haben wir 28 Stück. Die werden hier zusammengefasst runter. Gut. Dann weiß ich da auch schon mal Bescheid. So, und jetzt haben wir ja festgestellt, immer beim Wechsel der Gezeiten, wie jetzt auch zum Beispiel im Herbst, kommt bei uns ein Haufen Arbeit rein. Da habe ich auch in den Kommis gelesen, dass es an der Ernte liegt. Tut es auf jeden Fall. Der Ernterhythmus macht auf jeden Fall die Belastung hoch. Genauso wie beim Jahreswechsel auf den Frühling die Schlachterei dazukommt. Und wenn in so einem Moment, wenn so ein krasser Wechsel ist, noch die Jagdgebiete gerade gefüllt sind, dann kommt das auch noch in die Aufgaben rein. Deswegen würde ich sagen, wir gucken, dass wir an mehr Leute kommen, damit eben diese Übergänge, diese Spitzen schön abgefedert werden. Und ich werde vielleicht manuell tatsächlich beim Jahreswechsel von Winter auf Frühling das Jagdgebiet einstellen, weil da sind nämlich die Schlachtungen hier im Haus. Dann haben wir eh Fleisch und Leder und Knochen. Und dann würde ich die Jagdsaison verschieben manuell, dass man wirklich schön. Ach ja, da hinten will ich ja meine Obstbäume hinmachen, ne? Ich konnte jetzt auch tatsächlich das Spiel nicht vorlaufen lassen. Das heißt, wir werden jetzt ein, zwei Runden. Guck mal hier, unser Nussbäumle. Wir werden jetzt ein, zwei Runden so zusammen gruscheln, bei normaler Geschwindigkeit. Ab und zu mache ich mal auf zwei oder so. Und dann kann es sein, dass ich zur dritten Runde ab heute nochmal so ein Jahr ganz gemütlich durchlaufen lasse, dass wir wieder ein paar Wissenspunkte sammeln und so. So. Tirol ist natürlich nicht vergessen. Es wird irgendwann hier so sein, dass ich das eingegrenzt habe. Dann kommen meine zwei Hütten hier wieder hin. Ja, das ist schon richtig mit den Feldern. Das sind einige Felder. Das ist jedes Mal ein Haufen Arbeit. Wir haben es jetzt gerade wieder gesehen, ne? Leinen mal 100. Wir sammeln Wissenspunkte ohne Ende. Und da müssen wir natürlich auch ran. Jetzt mal unabhängig davon. Jetzt sind wir schon in dem Zeitalter. Ich würde fast sagen, dass wir uns die Esel mal freischalten. Das Rad. Komm, wir machen das jetzt mal. Die Esel brauchen wir. Schauen wir mal. Domestizierungstechnologien erlauben es, die wilde Tiere zu zähmen. Soweit kennen wir das schon. Und das Rad schaltet die Konstruktion von Karren frei, welche dir den Transport großer Mengen an Ressourcen erlauben. Coole Geschichte. Der Karren ermöglicht deinen Einwohnern große Anzahl Esel oder Pferd. Nur erwachsene Tiere. Das heißt, ich kann das jetzt wahrscheinlich schon bauen. Jetzt ist die Frage, muss ich den hier das Rad. Runder Schild. Ach Gott, Schilde kommen da auch. Das ist ja eine geile Geschichte. Die Frage, die sich mir jetzt gerade aber stellt, ist: Das Rad. Ich habe. Ach, das muss ich separat freischalten, das Rad. Okay, dann haben wir jetzt praktisch Zeit, uns in irgendeiner Form an Esel ranzumachen. Oh, das hört sich irgendwie falsch an. Jetzt müssen wir natürlich erstmal gucken, ob wir hier irgendwo Esels finden. Esels ist natürlich nicht die Originalmehrzahl, ne? Ja, das ist mal alles zu weit weg. Wir nehmen es einfach, wie es kommt. Irgendwann ist da plötzlich ein Esel und dann schnappen wir uns den. Dann domestizieren wir den Esel. Ich wollte gerade sagen, sind das schon wieder Räuber? Sind aber meine Leute.
Hat mit dem Markieren gerade nicht so geklappt, wie ich es wollte. Okay, dann lassen wir es mal plätschern im Herbst. Auf 2 würde ich sagen einfach. Wenn ein Angriff kommt, bin ich sofort wieder auf 1 zurück. Ich gucke gerade hier ein bisschen die Gegend durch. Jetzt wird es ruhig hier, ne? Mein Steinkreis, ob der jemals fertig wird? Ich weiß es nicht. So, liebe Sedilia, hast du deine Wachtürme eigentlich aufgebaut? Ah ja, hier sind sie auch fleißig am Dings nachziehen. Was macht meine Hütte? Ganz wichtig. Die haben sie abgebaut, ne? Dann können wir jetzt rausfinden, ob es klappt. Ich würde gleich direkt die hinbauen. Ich kriege auf jeden Fall 2 hin, ne? Ich gucke gerade mal, wie das hier... Setz die mal. Und da müsste jetzt nochmal nebendran eine passen. Dann hätte man den... Ja, passt, aber ich wollte die hier bauen, ne? Leute, das passt. Jetzt haben wir hier um 4 Kapazität aufgehört. Schade, dass da nichts hingeht noch. Das wäre natürlich jetzt noch der Renner gewesen. Ich könnte mir aber vorstellen, wenn wir die hier abbauen und versuchen, da reinzusetzen, hier rein. Ah, nee, das geht nicht wegen der Schräge. Ist aber nicht tragisch. Ist echt nicht tragisch. Ich habe hier schon einen Zugewinn. Guck mal, Bums. 66. Ja, weil jetzt so wieder alles so einigermaßen ausgeglichen ist. Das reicht erstmal. Das reicht erstmal. Später werde ich wahrscheinlich die Steinhaufen-Geschichte noch umsetzen, wenn wir wirklich noch mehr Platz brauchen. Aber ich glaube, dass wir mit den Leuten jetzt ganz arg zurechtkommen. Guck mal, sind wir wieder bei den 90%, pendelt sich ein. Tierbestand ist momentan bei 21, 13 brauchen Unterschlupf. 20 Platz bieten wir an. 3 Schweine haben wir, aber mit den Schafen ist übel, gell? Kaufe ich beim nächsten Händler besuchen Schaf, wenn er welche hat. Na, na, ni, na, na. Hier wird produziert, wie ich es will. Barren werden hergestellt, werden sogar schon mittlerweile eingelagert. Leder ist auch wieder in der Produktion, wie wir es kennen. Unsere Nahrungsmittel für den nächsten Winter, die sind auf jeden Fall ausreichend. Und die Belastungskapazität stimmt auch. Also wäre für mich jetzt cool, wenn wir noch ein Schaf finden würden. Das ist der Schafbock. Du bist praktisch unser Schaf, Alterle. Wir bräuchten echt noch ein Schaf. Geh mal in die Ursicht. Geh doch mal in die Ursicht drin. Dafür haben wir sie doch. Mufflon. Hier wäre eins. Was hast denn du alles dabei? Du könntest mir doch das Mufflon hier. Komm, wir probieren mal. Wenn ich dir auch, dann schmeißt das Zeug hin. Mufflonle wäre jetzt wichtiger. Macht er nicht, weil er gerade beschäftigt ist wahrscheinlich oder weil er kein Jäger ist, ne? Kann ich dir sagen, dass du das hier holen sollst? Er läuft auf jeden Fall mal hin. Stopp. Der macht es auch nicht, ne? Jetzt haben wir es verscheucht. Jetzt haben wir es verscheucht. Das ist ein Hirsch, den brauche ich nicht. Der sammelt jetzt Sticks, weil ich auf den Stickhaufen geklickt habe. Ich habe ihn immer noch in der Pipe, guck mal, er kommt immer noch mit, ne? Wenn das hier rot ist, geht's nicht, ne? Ist das halt der Falsche. Ist aber auch arg weit weg. Wenn wir Glück haben, passiert hier vorne vielleicht nochmal irgendwas. Ich halte einfach die Augen auf, ne? Schafe wollen wir nochmal ein paar haben und Esel. Guck mal, hier hat's einen Haufen Viecher. Steinbock, Junges. Es gibt aber eine Ziege, ne? Ein Steinbock wird eine Ziege geben. Was haben wir hier noch? Unsere Ziege. Ist aber arg weit weg vom Dorf. Schön, guck mal, wie viel Leben hier drin ist. Wie ist denn eigentlich der Bestand unserer Wegen aktuell? 12, immerhin. Aber wir könnten tatsächlich noch mehr bauen. Ich muss mal gucken, wie ich das hier noch aufgeschraubt kriege. Je mehr Wegen, desto weniger Stress haben die Leute, ne? Pass mal auf. Wir könnten zumindest. Ja, komm, ja, guck mal. Wie jetzt? Doch, bau den da hin, den Pfosten, und tu mir einen Gefallen und bau nebendran gleich mal noch einen. Ja, so Kleinigkeiten, weißt du, die runden dann nachher insgesamt ja auch alles ab. So. Ja, setz den da hin. Und dann geben wir gleich mal noch 2 Wegen in Auftrag. Wird ja auch recht schnell gebaut, immer das Zeug, ne?
So, und dann gucken wir mal, dass wir irgendwann an die Karren kommen. Ich freue mich jetzt so ein bisschen, auch wenn ich einiges vielleicht verlieren könnte dabei, auf den nächsten Angriff, einfach um zu sehen, wie sicher hier die ganze Geschichte ist. Ne? Ein Wachturm haben wir hier. Der reicht ja auch. Dann haben wir hier die Trittflächen, wo sie hoch können. Vom Wasser aus wird keiner angreifen. Ich gucke jetzt mal unsere Verteidigung kurz durch. Sie können über das Schweinlauf da hinten übers Feld. Absolut gut. Die Front haben wir recht gut auf der Seite ausgeschaffiert mit den drei Türmen. Ich glaube, das wird reichen. Hier könnte eventuell sein, dass ein Turm zu wenig ist. Durch das Tor, aber gar nicht so einfach, hier noch einen Turm hinzubauen. Wenn ich ihn da hinkriege, wo das Wasser ist, wäre es cool. Können wir gucken mal. Geht natürlich nicht, ne? Hier könnte ich ihn hinbauen. Ich fände ihn aber geiler hier. Da ist er mir zu knapp am Ding. Da haben wir ja den. Ne, dann lasse ich das gut sein und lasse ich es drauf ankommen. Da sind wir turmtechnisch richtig gut ausstaffiert. Hier wäre vielleicht geil, wenn noch einer wäre. Ja, da bauen wir noch schräg einen hin. Und dann kamen sie ja auch schon mal von hier, gell? Da haben wir den Turm. Nö, das ist okay, so lassen wir das. Was mich ganz arg interessieren wird, kriege ich da hinten einen Stall reingebaut, wenn ich das haben wollte? Stellt euch vor, die Bäume machen wir weg und ich kriege hier noch einen Stall hin und pflanze vielleicht links noch einen Nussbaum. Probieren wir einfach. Ich mag es momentan sowieso ganz arg, wenn man die Bäume eher manuell entfernt und auch so ein ganz kleines bisschen aufs Stadtbild dann achtet. Ja, guck mal, unser Nussbäumle wächst. Höhlenlöwenangriff. Bis ich da reagiere, ist vorbei. Aber ich bin immer recht happy, dass meine Leute dann zumindest noch schaffen zu flüchten. Das sind nur zwei. Das ist echt blöd. Mädel, wenn du da... Deswegen rennen die als manchmal plötzlich ins Dorf. Ich habe mich letztens schon gefragt. Guck mal. Ein wildes Pferd. Bist du alleine hier? Wow. Würren wurde vom Höhlenlöwen umgebracht. Was hat denn der da hinten gemacht? Oder sie? Was hast denn du da hinten versucht? Es tut mir leid jetzt. Ich meine, wir sind jetzt gerade von der Auslastung nicht so wild. Wie geil ist das denn? Der reißt sich da jetzt selber. Ach, ist das gut. Braucht aber lang, ne? Du bist wohl kein Sedilianer. Kriegst du das jetzt noch? Sehen wir das heute noch oder nicht? Da liegt mein Hund. Ich mach's mal aus der Sicht vom Pferd. Jetzt ist das Pferd angeschlagen und der Löwe hat aufgehört oder was? Ne, da kommen sie. Unbarmherzig. Hunger. Klar, das ist die Natur. Der muss ja futtern. Jetzt wird's orange, jetzt wird's rot. Und im nächsten Schlag hat er's. Okay. Ein Vorteil hat's. Ich nehme an, dass er dann keinen Hunger mehr auf uns hat. Sag mal, euch kann ich nicht, ne, zähmen. Das war jetzt nicht das, was ich als Esel bekomme. Ich bräuchte Jungtier, glaube ich. Und ihr habt natürlich jetzt so kurz vorm Winter keine Jungtiere. Okay, nächste Saison, die wir jetzt kriegen. Was haben wir denn Winter? Wir sind bei 68 Leute. Kapazität haben wir jetzt aufgebaut auf 79. Da müsste doch normalerweise eine Hütte hinpassen. Erzähl mal doch nichts. Wenn ich eine Hütte wäre, würde ich da hinpassen. Nee. Wobei ich mir jetzt vorstellen könnte, dass mein Brunnen da wieder hinpasst. Das wäre ja viel schöner, wenn ich den Platz eh schon habe, weißt du? Oder gibt es noch irgendwas anderes, was ich da hinmachen wollen würde? Wir könnten natürlich hier vorne... Pass mal auf, ob ich ein Steinding hinkriege. Das könnte man auch machen. Wäre auch eine Möglichkeit, wenn wir hier einfach das Steinlager aufbauen. Eins. Warte mal, geschwind. Ich will mal was probieren. Nicht Produktion. Schade. Doch. Das hat doch gerade grün-grün angezeigt. Ja, mach die Bäume da hinten weg. Das war der Deal. Nee, das zeigt es doch noch rot an.
Wäre natürlich cool gewesen, wenn ich hier den zweiten Stein-Ding hingekriegt hätte. Weil dann kann ich vorne einen abbauen und habe dann die Möglichkeit, eben entsprechend den anderen wieder hinzusetzen. Ja, aber das geht, oder? Nee. Dann lasse ich so. Aber durch das, dass ich den Steinteil-Dinger da aufgebaut habe, mache ich den weg. So, und dann kriege ich hier nochmal Hütte hin. Dann haben wir wirklich dann später eine Kapazität. Ein neues Tier wurde geboren, dreimal Ziege. Wie viele Ziegen habe ich denn jetzt? Ja, dann geht wieder die Schlachtung los, ne? Zwei Schafe haben wir. Wird wahrscheinlich wieder eins zu wenig sein. Ich weiß jetzt auch nicht, ob der Händler nochmal vorbeischnalzt. Der ist nicht zufällig da, gell? Ne, müssen wir jetzt abwarten. Jetzt gehen wir in den Winter rein, Leute. Okay. Die Ecke haben wir ja freigelegt für die Bäume. Das will ich mir natürlich jetzt auch angucken. Das haben wir ja nicht umsonst gemacht. Und zwar wollte ich da. Lass uns Kirschen. Okay, ich darf jetzt hier insgesamt drei Kirschbäume pflanzen. Ich hätte sie aber gerne. Wie macht man das? Die sind ja alle gleich groß, nehme ich an, oder? Da hätte ich gerne einen abgehabt, aber das will er mich nicht lassen. Ob es am Schlitten liegt? Glaub nicht. Hey, dann machen wir hier die drei Bäume hin. Nehmen wir aber Kirschen, würde ich sagen, für innen drin. Dam, dam, da, 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 dam, da, dam. Das hat er jetzt gemacht, die drei Kirschbäume hier, ne? Kann man ja später gucken, ob der Platz frei wird. Das finde ich ja mal super. Hier haben wir dann den Steinhaufen integriert und dafür geht dann hier die Hütte hin. Ah, den haben sie schon abgebaut. Können wir gleich gucken, ob das auch wirklich klappt. Wohnhaus. Möglicherweise, weil der eine Steinhaufen noch da liegt oder weil das Zeug noch rumliegt. Andererseits kann es auch sein, hier wird noch eine Hütte hingehen, aber das ist so weit vom Schuss. Oh, hier passt eine hin. Da war eine Schlachtung gerade, das gehört. Wenn ich die Gerberei noch. Weißt du was, das können wir auch machen. Wir haben ja hier vorne jetzt eher so eine Werkstatt, dann würde ich die Gerbereien hier noch mit reinnehmen. Drei Stück sind es, die baue ich jetzt hier auf und die anderen baue ich aber im Moment wird eh nichts produziert, gerade wenn ich es richtig sehe. Alles klar. Und was war denn noch da dabei? Der Gerber als solcher und eben die Heutetrockner. Das baue ich mir jetzt hier auf. Ja. Produktion. Der Weber. Handwerksschuppen. Oder? Will ich das? Der Heutetrockner, den können wir auf jeden Fall hier ranbringen. Das scheint ein unheimlich blödes Eck zu sein zum Bauen hier. Ich überlege gerade, das sollte ja halbwegs hübsch sein. Den reicht es nicht, wenn sie es von einer Seite zugänglich haben, ne? Ich nehme an, dass wir hier auch nochmal was dazusetzen. Dann pass auf, wir machen es folgendermaßen. Keine Chance, guck. Da darf ich es bauen. Und zwei Stück reichen ja, ne? Wir hatten zwar drei, aber die waren nie ganz belegt. Was mache ich denn? Nicht Limits. So. Dann ist das hier weg. Dann haben wir hier zwei neue. Und jetzt fehlt mir eigentlich noch der Gerber. Den würde ich auch gerne hier in die Ecke setzen. Dann wäre das zusammen. Dann hätte man hier ein bisschen mehr Dorffläche halt, ne? Jetzt muss ich kurz durchgucken. Ausstatter. Mörser, Nahrungstrockner, Weber, Feuerstein, Heutetrockner, Handwerksschuppen, Brunnen. Hier ist er. Hat nicht geklappt, gell? Wo sehe ich denn das? Ah ja, der ist rot. Der Topf. Aber da gibt es einen Platz für uns hier. So, dann haben wir den Gerber mit seiner Heutetrocknerei hier ausgelagert. Hier haben wir die Schmiede. Und der Gerber hier. Passt. Passt. Und wir haben Winter und aktuell bei 79% Auslastung. Also das läuft. Wir haben genug Futter. Die Auslastung geht zurück. Wir haben den Gerber umgebaut. Das heißt, Ziege wurde geschlachtet. Na, ist schon klar. Wie viel Platz haben wir denn aktuell für die Tiere?
Müssen wir ab und zu danach gucken, ne? Die Wegen sind noch bei 12, da haben wir aber welche in Produktion gegeben. 25 Tiere haben wir. Ach, die Ziegen werden deswegen geschlachtet, weil ich das Limit ja eingegeben hatte, ne? Ja, super. Dann ist das ja schon mal nicht schlecht. Und die Hunde brauchen, glaube ich, keinen Unterschlupf. Ja, die drei Tiere. Das heißt, wenn ich bei den Schafen das Limit eingebe, 10 und hier 10 und noch einen Schuppenbau, da haben wir ja auch gesagt, das wollen wir probieren hier hinten in dem Eck. Oh, das wäre super. Ja, haha. Oh, da freue ich mich. Das heißt, wir haben jetzt drei Tierschuppen, Platz für 30 Tiere. Und alle Tiere, die Unterschlupf brauchen im Winter, limitiere ich jetzt auf 10 erstmal. Und dann passt es, oder? Ja, so machen wir das. Ich muss jetzt nur in die Limits rein. Also, pass auf. Hunde, ne, Ziege ist bei 10. Schafe machen wir jetzt auch mal ein 10er Limit. Wir müssen erstmal 10 Schafe kriegen, bevor da überhaupt was passiert. Aber trotzdem, ne? Dann haben wir hier ein Limit von 10. Kühe haben wir noch gar nicht freigeschaltet. Esel freue ich mich überhaupt, wenn wir mal einen kriegen. So, wir haben jetzt 30 Tiere, die Unterschlupf brauchen. Und wir haben, wenn das Ding aufgebaut ist, 30 Platz. Sehr, sehr schön. Hier wird abgebaut. Das heißt, da können wir die Zelte neu organisieren. Der Stein, der wird dann nachher hierhin transportiert. Ich hoffe auch, dass sie das irgendwann wegräumen. Und da... Da ist noch ein Steinhaufen. Die Frage ist doch, aber ob ich den Steinhaufen hier jetzt nicht hingebaut kriege, nebendran. Pass mal auf. Lager. Wenn ich den hier hinbaue. Und den hier. Wo war denn der jetzt, den ich wegbauen will? Ja, den hätte ich gar nicht gebraucht. Passt schon. Ich habe einen Denkfehler drin gehabt. Wenn, dann müsste ich den hier abbauen. Nee, das passt schon. Hier ist ja freigeräumt. Jetzt warten wir mal ab, wieder, würde ich sagen, ganz gemütlich. So, was macht denn meine Produktion hier eigentlich? Es ist auf jeden Fall was in der Pipe drin, ne? Es ist angeklickt. Schleudern haben wir insgesamt 40. Okay, und wo würde ich jetzt sehen? Bögen, Angeln. Soweit klar. Und das ist das, was mich interessiert. Hier sind zwei Kupferechse. Ach, da steht, ich habe das gar nicht gesehen, dass im Tooltip tatsächlich aufgeführt ist, dass wir schon 6 Kupferechse haben jetzt. Oh, das ist cool. Kann ich das beim Ding aussehen? 2 Angeln sind schon hergestellt. Ja! Bronze, ne, Kupferechse müssen wir so lassen erstmal, das lassen wir auch. Knochensichel, Feuersichel, Kupfersichel. Kupfer haben wir noch zu wenig. Bevor ich Kupferwerkzeuge mache, warten wir mal noch. Und wenn, würde ich Kupferhacken priorisieren. Der Händler ist gekommen. Komm, wir gucken mal, was er hat, der Gute. Handler. Alter, die sind indianisch aus. Turka. Ziegen. Ne, Ziegen. Bei Ziegen läuft es bei uns. Kupfererz könnte ich tatsächlich sagen, nehme ich mit. Machen wir den Fisch. Und das hier hätte ich auch gerne. Und weil ich nicht weiß, wie das mit der Tiere-Geschichte... Was würden das kosten? 30er. Was, wenn ich euch dafür eine Schleuder gebe? So. Alles klar. Ich will aber kurz gucken. Du siehst aus wie eine Indianerin. Tatsächlich, guck mal. Der pure Neid ergießt sich gerade über Sedilia, als sie den Esel sahen, wie er den Wagen zog. Bei uns sind die Leute noch der Esel. Ist wieder ein Viech geschlachtet worden. Jo, aber Fleisch haben wir genug. Was waren eigentlich meine Fleischständer? Die habe ich schon ewig nicht mehr angeguckt. Läuft das überhaupt hier? Meine Fleischtrockner. Ah ja, die sind halt nie ganz ausgelastet. Aber wunderschönes Dörfle haben wir hingebaut. So, ein Blick. Gerberei läuft. Werden sogar mal wieder heute getrocknet. Hier wird dann gegerbt. Abbaubare Ressource, altes Männchen. Er lebt aber noch, oder? Die Galle? Ach Gott, der liegt da. Der ist tot, ne? Der ist tot. Entschuldigung.
ganz genau angeguckt jetzt. So, liebe Sedilia, ich glaube, ich switch rüber in die nächste Folge. Einen Esel haben wir noch keinen gekriegt. Ich gehe nochmal in die Ursicht. Aber wo sollte jetzt plötzlich ein junger Esel herkommen? Das ist mein Hund, gell? Ja. Auch ein altes Männle. Was liegt hier rum? Wildes Pferd. Das ist, glaube ich, von unserem... ...48% Auslastung, Leute. Ihr wisst, was das... Aber das ist sau weit weg, gell? Nee, komm, wir kümmern uns nächstes Jahr drum. Jetzt hatte ich kurz... Weißt du, dann rennen sie wieder hin. Dann habe ich wieder das Problem, dass die Leute unterwegs sind, wenn irgendwas ist. Nee, scheiß drauf. Ich guck mal gerade so ganz grob rum, wer gerade so verfügbar wäre hier in der Ecke. Er hier. Und wenn du jetzt geschickt werden würdest... mir den Esel zu holen. Macht er das? Das ist eine ziemlich einsame Geschichte im Winter. Es ging ja nur darum, dass wir nächstes Jahr einen Esel haben. Ach du je, ist total weit jetzt, gell? Ich hab den Auftrag, einen Esel zu holen. Dem komme ich nach, dem komme ich nach. Zwischen Berglöwen laufe ich hier spazieren. Warum muss das so weit weg sein? Das war's, hä? Das war's wohl. Das war sogar ihr zu weit. Warte mal, Spatzel. Kumo. Nur nie aufgeben. Das musst du dann in Sedilia weitererzählen. Oder gehört er uns schon? Nee. Stückle, hier. Komm, bevor er erwachsen wird. Okay, sie ist dran. Wenn wir ganz viel Glück haben, macht sie uns noch einen zweiten klar. Wir haben den, gell? Wir haben den. Am besten sieht man es hier. Ja, unser erster Esel. Der erste von vielen Esels. Kurz die Ursicht rein. Da ist noch einer. Das ist unserer. Die anderen sind jetzt abkaut, oder was? Nein. Nein. Hier ist noch einer. Guck mal. Hol dir noch einen zweiten. Zwei Esel haben wir. Vielleicht haben wir Glück und es ist Männchen. War auch schön. Stark, oder? Wenn wir viel, viel Glück haben, schaffen wir es, dass wir unsere Eselpopulation auf 10 bekommen. Dann haben wir immer Zugpferde. Und dann würde ich fast sagen, dass wir demnächst das Rad entdecken gehen, oder? Komm, zähm den Esel durch. Da wäre noch einer gewesen. Mit einem Mensch... Stopp. Stopp, stopp, stopp. Nicht trinken jetzt. Nicht trinken jetzt. Der schwimmt rüber in die Heimat, in die neue. Den holen wir noch, Leute. Dann haben wir drei Esel. Die Wahrscheinlichkeit, dass Männle Weible dann dabei sind, ist gut. Ja, wir haben Esel. Coole Geschichte, freue ich mich sehr. Dann sehen wir uns morgen wieder. Wir haben 7 Punkte. Wir brauchen 10 fürs Rad. Wenn wir das schaffen würden, dann sind unsere Leute auf jeden Fall ausgeruhter und sie können vor allem mehr transportieren. Dann würde ich gucken, dass wir mehr Kupfer ranschleifen und eben auch mehr Äxte. Kupfer mal 10. Ich rede hier und die machen, ne? So muss das sein. Wie viel Kupferäxte haben wir denn aktuell? 8. Wir müssen dann erstmal ein bisschen mehr Kupfer reinschaffen, dass wir auch mehr verarbeiten können. Aktuell haben wir 69 Leinen-Outfits, 41 aus Wolle. Hier kommen wir so langsam auf den Bestand, den wir brauchen. Sehr geil. Schön. Ja, streicheln. Drei Esel haben wir, Leute. Tierbevölkerung ist jetzt bei 25. Platz haben wir für 30 in den Ställen. Und alle brauchen ja gar keinen Platz, ne? Lass mich nochmal gucken. Abschließend. Braucht der Esel Platz? Der Esel braucht auch keinen Platz im Winter.
10, 13, 15. Doch, der Esel braucht Platz. 18 Stück. 12 Wegen. Das heißt, meine Wegen werden hier nicht gebaut. Leute, ihr habt 41% nur. Haut es so. Ach, es fehlt an Leder, gell? Da hatten wir gestern schon ein Problem. Aber jetzt, wie man hier sieht, sind Leder drin. Und gegerbert wird auch. Schön, meine Lieben. Dann mache ich jetzt an der Stelle aus. Ich hole euch dann morgen hier ab. Nächste Runde. Dann schauen wir mal beim Übergang vom Winter auf den Frühling, wie es weitergeht. Dann müssten unsere Bäume da hinten soweit werden. Unsere Umbaumaßnahmen Früchte tragen. Und der nächste Angriff kommt mit Sicherheit. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Runde morgen. Wäre schön, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dann.